Okay. Da sind die Heinis, die wir schon inmitten des Spiels mal gesehen haben. Sie haben anscheinend den Turm erreicht. Die Frage, was heißt das für uns? Ist das jetzt gut oder schlecht? Okay. Der Kleine da in der Mitte, das wird wahrscheinlich der Anführer sein. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. So wie die aussehen, waren die selbst wahrscheinlich noch nie hier. Emon. Ah, die letzte Statue. Na klar. Und dann sagen wir nur noch. Na, pam. Okay, das war die letzte. Horridorani. Okay. Da sind wir. Aber warum sind wir da nicht im Tempel gelandet? Das ist jetzt mal interessant. Glücklicherweise leben wir wenigstens noch. Okay. Okay. Da sind wir aber sehr unsanft gelandet. Ja, unsere Schattenfreunde. Wie sehen wir denn aus? Okay. Was? Nein, ein Pfeil im Knie. Oh nein. Scheiße, was meint er damit? Oh, und wir sehen total... Nein! Nein! Scheiße, das ist eine ziemlich Kacksituation. Ah. Schwarzes
Blut? Aber schwarzes Blut hatten noch die Kolosse. Alter, was ist mit uns passiert? Ach du. Sind wir etwa... Sag jetzt nicht, wir sterben. War alles umsonst? Die ganzen Kämpfe? Die Hoffnung, dass sie... dass doch alles gut wird? Alles umsonst? Was, wie? Seht ihr das? Das sind die Schatten der besiegten Kolosse. Okay. Was? Das glaube ich ja wohl nicht. Scheiße. Wir wurden betrogen, hintergangen von diesen... Okay. Und sie ist trotzdem nicht am Leben. Wir wurden hintergangen von diesem elenden Gott. Hä? Wow, wie geil. Cool, jetzt können wir den steuern. Ah! Oh. Das Schwert. So, mal gucken, was kann ich eigentlich so alles? War hier nicht der Horst mit der, mit dem Schwert? Ach komm, ich kümmere mich erstmal um die. Pam! Okay, komm, ich trampel die einfach nieder. Man muss dazu sagen, der Typ hier, den wir gerade spielen, ist gerade wirklich ein bisschen... Wow! Okay. Ist ein bisschen lahmarschig. Bäm! Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Okay, kommt. Ihr entkommt mir nicht. Oh Gott, sind wir langsam. Scheiße. Nein, wartet. Bringt das überhaupt noch was zu schlagen? Nee, die sind viel zu weit weg. Kacke. Was? Wartet! Ach, verdammt! Jetzt sind wir schon so ein Riesenvieh und dann können wir uns nicht mal wirklich doll bewegen. Ach, sehen wir scheiße hässlich aus. Auch ein bisschen beängstigend. Okay. Die versucht natürlich abzuhauen. Das ist klar, wer will sich schon mit so einem Riesenvieh anlegen. Und sie wollen ja den Tempel versiegeln. Ha!
Er hat das Schwert. Was hat er denn jetzt vor? Ob das eine gute Idee war, das Ding wegzuwerfen? Oh. Da ist ihm seine Maske abgefallen. Okay, aber was jetzt mit... Und? Nein. Das kann doch nicht das Ende sein. Dass sie ist immer noch tot. Und wir Opfer eines heimtückischen Verrates der Götter. Aber ich glaube, dieses Licht saugt er die Dunkelheit aus uns raus. Uah. Ja. Nein. Ja, muss. Ja. Scheiße. Ja. Wir dürfen nicht eingesogen werden. Ja. Uah, Scheiße. Uah. Junge, jetzt halt dich fest. Scheiße. Alter. Das darf nicht das Ende sein. Ich hoffe, das Licht verschwindet bald. Verdammt. Und da hinten liegt sie. Wir haben versagt, Freunde. Aber ich gebe noch nicht auf. Aber unsere Ausdauer geht langsam flöten. Scheiße. Oh nein, Leute. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Wenn man es überhaupt schaffen kann. Ich glaube, wir haben wirklich versagt. Ja, Leute, das ist das Ende. Verdammt. Nein. Scheiße. Wir haben versagt. Wir haben versagt. Tja, die Leute machen sich aus dem Staub. Den Tempel haben sie wahrscheinlich schon längst versiegelt. Oh. Okay. Die Brücke stürzt ein. Die Frage, waren die das oder haben wir das verursacht? Tja. Und dort hinten liegt sie. Es tut mir leid. Wir haben es leider nicht geschafft. Ach, schade. Es hätte doch so gut enden können. Wie? Was? Sie lebt. Und diesmal ist es keine Fantasie, Traum oder sonst was. Sie lebt wirklich.
Sie liebt wirklich. Fragt sich jetzt wahrscheinlich erstmal, wo bin ich? Zu Recht. Wenigstens war unsere Mission nicht ganz umsonst. Wenigstens sie hat überlebt. Doch was macht sie denn jetzt? Erstmal schaut sie sich um. Weiß natürlich gar nicht, wo wir sind, ne? Nein. Kommt, echt? Pakro! Und sieh einer an, der hat nur ein gebrochenes Bein. Naja, nur, hört sich an. Hey, Pakro, mein Freund! Geil! Der hat aber richtig viel Glück gehabt. Na gut, er ist in den See gefallen, ne? Das dämpft es ja ein bisschen ab. Aber geil, oh, ich freue mich richtig. Geil, Pakro ist wieder da! Doch. Sie ist am Leben. Pakro auch. Doch was ist mit uns? Da haben wir den ersten Koloss. Mit seinem riesengroßen Streithammer. Den zweiten Koloss. Der am Strand herrschte. Und der dritte auf der riesengroßen Plattform. Ich muss vorher noch sagen, ihr solltet dranbleiben, es kommt nämlich noch was. Der vierte Koloss. Ein riesengroßes Nahkampfpony. Und der fünfte Koloss. Der fliegende Koloss über dem See. Und auch der sechste Koloss. Wächter einer alten Ruine mit einem zottligen Bart. Ja, und auch der siebte Koloss. Die Wasserschlange. Der achte Koloss. Der Wandkriecher. Mit seinen Säurestrahlen. Ja. Der neunte Koloss. Mit den Geysiren, wo wir ihn mit den Geysiren besiegen mussten. Ja. Und auch ihn. Ja, er war auch nicht sehr gerade leicht. Denn der elfte Koloss, der kleine Racker, der uns ein paar kleine Probleme bereitet hat. Und auch der zwölfte, die schwimmende Insel. Ach ja, der 13. Kampf, der fliegende Koloss in der Wüste, ein ziemlich geiler Kampf, wie ich finde. Und natürlich auch der 14., der uns mal richtig in den Arsch getreten hat, Alter. Der 15. Koloss, wo wir natürlich am Ende nicht so ganz wirklich weiterkamen, ein bisschen gezogen hat der Kampf. Und natürlich auch der letzte, der 16. Kampf. Der Turm, wenn man ihn mal so bezeichnen könnte, war auch nicht gerade leicht. Und hier zerbricht die Brücke zum verlorenen Land. Ein Land, was wahrscheinlich für immer und Ewigkeiten verloren, verschollen bleiben wird. Die Kollegen haben es geschafft. Die Brücke ist zerstört. Oh ja. Ist vielleicht auch besser so.
Izo, Yuri, Yuri, Izo. Yukizo, Erichko, Erichke, Kualoa, Dokair. Anli, Kong, Eudikanga, Yuke. Wenn wir überhaupt noch leben. Dass sie mit Pakro. Ich bin aber wenigstens froh, dass Pakro und sie überlebt hat. Denn haben nur wir uns geopfert. Aber die Frage ist, wo gehen die hin? Ja, man kann sich gar nicht so mit den Credits verabschieden gerade. Weil, naja, es kommt eigentlich noch was. Da ist dieser kleine Brunnen, wo er das Schwert reingeworfen hat. Tja, was gibt's denn da noch? Sieht ziemlich leer aus. Nein. Ein Baby. Ein Säugling. Wer hätte das gedacht? Ach ja. Hey, Pakro! Wo willst du denn hin? Okay. Gut. Dann einfach mal hinterher. Ja, also ihr habt ja gesehen, er hat das Schwert in den Brunnen geworfen. Und die heilige Kraft des Schwertes hat sozusagen die ganze böse Energie von dieser heimtückischen Gottheit aus uns herausgezogen. Und anscheinend haben wir dadurch eine zweite Chance gekriegt. Ein neues Leben, alles wieder besser zu machen. Kurz gesagt, wir starten wieder als kleines Kind. Und das fand ich damals ziemlich nice und finde ich immer noch ziemlich cool, dass wo man dachte, eigentlich ist alles verloren, jeder ist tot, alles war umsonst. Nein, es leben noch alle. Wir natürlich jetzt als Säugling, aber naja. Und jetzt könnt ihr mal sehen, was ganz oben im Tempel ist. Da ist nämlich eine Oase des Friedens. Die Quelle der Reinheit sozusagen. Ja, gut. Aber jetzt kommt nicht mehr allzu viel. Daher kann ich jetzt endlich mal richtig Feierabend machen. Die Credits laufen ja eh noch ein bisschen ab. Naja, Leute, das war das Let's Play von Shadow of the Colossus. Ich hoffe, es hat euch richtig gut gefallen, mir zumindest, das Spiel nochmal zu spielen. Es ist immer wieder schön, dieses Spiel zu spielen. Es hat vielleicht nicht diese Mega-Action oder diese ultra-tiefe Story. Aber Henri, aber es ist trotzdem ein sehr tiefgründiges Spiel, was man einfach vielleicht mal gespielt haben muss. Wie gesagt, ist ein exklusiver Titel für die PlayStation. PlayStation-Freunde oder Leute, die halt eine PlayStation haben, sollten sich vielleicht den Titel mal anschauen, mal selber nochmal spielen. Es ist, selbst wenn man es selber spielt, ist es noch eine kleine Ecke besser. Aber, ach schön. Bambi! Ach ja. Ja, Leute. 16 Kolosse. Echt schöne Musik. Muss ich echt mal kurz nochmal reinwerfen. Und ich muss am Ende sagen, dass es doch ein ziemlich schönes Ende ist. Und es ist auch allgemein schwer, Worte zu finden für dieses Let's Play. Weil, naja, es ist halt ein sehr schönes Spiel. Ja, was soll man noch dazu sagen? Ich sag mal so, es hat zwar nicht viel, also das Spiel hat nicht viel. Im Grunde ist es eigentlich nur die Kolosse besiegen, in der Hoffnung, sie zu befreien, wiederzubeleben, was wir am Ende auch geschafft haben.
Vielleicht nicht genau so, wie wir uns das erhofft haben, aber wir haben es geschafft. Und, naja, die Spielwelt ist halt groß, bietet leider nicht allzu viel, also man kann nicht wirklich was sammeln, itemmäßig, oder man kann sich nicht aufleveln. Es gibt halt vereinzelt ein paar Früchte, die man essen kann, womit man ein bisschen mehr Energie kriegt. Man kann diese Echsen, die ihr vielleicht überall gesehen habt, die kann man töten, dadurch kriegt man ein bisschen mehr Ausdauer. Das habe ich jetzt mal alles wegfallen lassen, weil das alles auf den Hinweg zu den Kolossen ist, was ich ja weggeschnitten habe, weil das ja an sich ein bisschen langweilig ist. Weil man da ja schon allein 10 Minuten reitet. Und unglaublich, das ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, die Credits komplett durchgequatscht habe. Aber weil ja auch die ganze Zeit was passiert, ne? Da. Jedenfalls ein sehr, sehr schönes Spiel. Ein Spiel, was man mal gespielt haben sollte. Mich hat's gefreut, dieses Spiel endlich zu Let's Playen. Und tja, Leute, das ist das Ende. Und naja, ich kann ja nur noch sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und dann sag ich nur noch... Tschüss.